Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal eine weitere Folge von Mirror. Und zwar, ich möchte hier in meinem Keller, in meinem Kistenlager, hier ein bisschen Deko machen. Und zwar, ich habe mir hier vorgestellt, dass hier so ein Gehege reinkommt mit irgendeinem Tier. Was genau, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal so Axolotl. Aber ich dachte mir, ich brauche Folgen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das Ganze mal hier auf. Ich habe nämlich hier schon ein bisschen angefangen. Und zwar hier sollte dann die Aussichtsplattform sein. Ich weiß noch nicht, wie groß ich das mache. Also wie lange ich hier in jede Richtung gehen soll. Und damit würde ich jetzt mal anfangen. Und bevor ihr es vergisst, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich streame jeden Mittwoch, jeden Samstag um 17 Uhr live auf YouTube. Oder vielleicht mache ich es auch mal ein bisschen früher, aber dann mache ich noch so einen Community-Beitrag. Also verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Also abonniert den Kanal. Ich würde sagen, ich mache das und das weg. Und dann sehen wir uns gleich. So, was ich noch erwähnen wollte, ist, ich weiß nicht so richtig, auf welche Höhe ich das machen soll, also wie tief es runtergeht. Mit der Höhe hier wäre ich schon zufrieden. Ja, ich glaube, es soll auch jetzt wirklich nicht tief sein, weil sonst kann man das noch nicht so richtig erkennen. So, jetzt habe ich das Loch schon mal hier geschlossen und grob schön gemacht. Ich mache jetzt hier noch überall diese Stellen weg, da wo kein Greenstone ist, weil sonst sieht das nicht so geil aus. Wie zum Beispiel hier so Stellen oder so. Vielleicht mache ich hier unter Wasser noch irgendwas anderes. Also vielleicht mache ich noch so Korallen oder so hin. Jetzt ist einmal hier alles schon clean, außer der Boden, weil der ist doch scheiße. Jetzt ist aber alles clean und ist alles nice. Und ich glaube, jetzt kann schon Wasser eingeführt werden. Ich muss nur gucken, auf welche Höhe. Weil vielleicht mache ich auch ein bisschen noch so Strand oder so. Und hier muss ich dann auch noch Glas hin platzieren. Ist mir gerade eingefallen. Nee, sieht nicht so geil aus. Ja, gefällt mir. Okay. Jetzt will, ja, ich würde sagen, bis hier. Und dann mache ich hier irgendwie so eine Insel oder so. Dann fülle ich die erstmal so mit Stein. Und dann umfülle ich die nachher mit Sand. So. Könnte ja natürlich auch sein, dass Axolotls gar nicht an Land gehen. Keine Ahnung. Na, ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Dann mache ich das einmal hier noch weg. Nee, Sand brauche ich momentan. Obwohl ich Sand habe, aber Sandverschwendung. So, das sieht nice, so schmeiß aus. Ja, so heißt das, genau. Dann mache ich das einmal noch weg und dann das und das. Und dann noch eben das. So. Dann hole ich noch ein bisschen Sand und nochmal Wasser und dann sehen wir uns gleich. So, und dann fülle ich das hier einmal alles mit Wasser. Ach man, das wird spaßig hier überall zu arbeiten. Wie fühle ich denn sowas am besten? Oh Gott, Digga, auf einmal Flutwelle oder so.
Hey, wie übel geil. Er ist noch die Übelbock, das Wasser hin zu platzieren. Junge, bin schon fertig. So, natürlich, wie mache ich das jetzt? Also ich brauche jetzt noch sehr viel Knochenmehl. Damit das natürlich noch nice Scheiße aussieht. Aber ich finde das jetzt eigentlich geil. Und jetzt muss man halt nur noch leben in die ganze Bude. Ich weiß nicht, ob man Axolotl vermehren kann. Ich glaube aber schon. Ich weiß es nur nicht. Deswegen probier es. Und zwar mit Tropenfischen. Und ich frage einfach, ob er das Pferd oder so hat. Ist sie überhaupt noch wieder da? Ja. Da ist sie. Da ist sie, da ist sie. Malle, Malle. So, was habe ich jetzt gesucht? Axolotl. Dazu brauche ich Wasser. Wasser. Ist denn Wasser? Ich brauche doch einfach Wasser, weil ich einfach Axolotl brauche oder einfach ein Dia finde. Oh Gott, ich finde ein Dia, aber kein Axolotl, ne? Ey, das ist Dia ist auch einfach nicht selten, ne? Dia ist einfach nicht mehr selten, ne? Dia findet man in jeder Cave jetzt. Früher hat mich über, da hat man sich so über ein Dia gefreut, wenn man Dia findet. Und jetzt bin ich nicht mal ein Axolotl, aber dafür ein Dia. Ist irgendwie dumm. Hier hört, glaube ich, die Lush Cave auf. Obwohl. Nee. Nee, ich gehe gerade alles wieder zurück. Ich brauche doch einfach nur Wasser einmal. In der Lush Cave, Junge. Oh Gott. Warum geben die eigentlich manchmal Gift ab, aber manchmal nicht? Das checke ich irgendwie immer noch nicht.
Okay, die Axt, also eine Axt, Lottl. Okay, dann gibt es nur noch zwei. So, dann muss ich einmal jetzt die platzieren. Dann gucken, ob man sie vermehren kann. Und ja, dann ist eigentlich schon im Betrieb. Im Betrieb, Junge. Was werde ich so noch fahren bauen? So, Axolotl, Numero. Uno. Axolotl, Numero 2. So. Dann. Nee, kann man nicht. Wie geht denn das? Ich weiß es halt nicht. Vielleicht geht's ja auch gar nicht. Ja, dann muss ich mich erstmal recherchieren für die nächste Folge. Aber, also würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao, Leute.